Jetzt sind wir dabei, dass wir nicht die Rose aus Wien, sondern den David Rosso aus Wien auf die Bühne ans Mikrofon bitten. Er ist heute aus Wien gekommen, extra für die Hanfparade. Und das, weil er einer ist, der seit einigen Jahren, mit jungen Jahren, mit 18 begonnen hat, die größte Legalize-Demo der Alpenregion zu organisieren. Er gehört dem österreichischen Hanfverband an und er unterstützt auch den Hanfwandertag Wien. Vielleicht ist das auch ein und dieselbe Sache. Der Hanfwandertag Wien, der ist immer im Rahmen des Global Marches für die Legalisierung des Hanfes. Ich würde sagen, einen großen Applaus für den David Rosso, der etwas müde ist, weil er einen langen Weg hinter sich von den Alpen hierher hinter sich bringen musste. David Rosso, dein Mikro. Applaus bitte! Ja. Geht schon. Ah, danke. Hallo Berlin. Ich habe nichts gehört. Hallo Berlin. Ja, hallo. Also ich freue mich sehr über die Einladung und darf mich sehr herzlich bedanken, heute hier zu stehen. Tage wie dieser geben mir und auch den Leuten, die diesen Tag heute für euch hier in Deutschland organisiert haben, die Kraft, weiterzuarbeiten in diesem Bereich. Seit 7 Jahren zum Beispiel arbeite ich wirklich hauptsächlich nur darauf hin, Cannabis in Österreich gesellschaftsfähig wieder zu machen. Das ist, wie ihr wisst, ein sehr langer Prozess und so Tage wie heute tragen einen sehr wichtigen Teil dazu bei. Deshalb würde ich euch alle bitten, dass ihr mal einen richtig kräftigen Applaus macht für den Steffen, für den Triple und die ganze Crew. Also ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Sie haben sich jetzt 1 Jahr lang bemüht für euch. Und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, wie kräftezehrend so etwas ist, wenn man sich auch dauernd mit Behörden eben auseinandersetzen muss. Ihr kriegt ja heute hier eher nur das Positive dieser ganzen Sache mit, aber die viele Arbeit, die dahinter steht, das ganze Jahr schon im Vorhinein das Geld aufzustellen, zum Beispiel für so eine Bühne, ist nicht so einfach. Deshalb nochmal wirklich Gratulation und macht einen Riesenapplaus, dass ihr das alle gemeinsam heute hier so auf die Beine gestellt habt. Und ich werde mich auch in meiner Rede recht kurz halten, weil das ist schon wirklich fast alles heute gesagt worden. Jeder, der hier ist, weiß, wie sinnlos das Cannabisverbot ist, dass es nicht funktioniert. Amerika macht es uns schon jetzt seit einem Jahr vor, dass das einzig Sinnvolle ist, Cannabis zu regulieren, so wie Alkohol und Nikotin. Und ja, also es bedarf noch sicher einiger solcher Tage wie der heutigen, dass unsere Politik einlenkt. In Österreich ist die Politik mindestens so konservativ wie hier in Deutschland, traue ich mich zu sagen. Und es mag heute hier so scheinen, als wären wir kurz davor und wir befinden uns sicherlich auf der Zielgeraden bei diesem langen, jahrzehntelangen Marathon um die Hanflegalisierung. Aber es bedarf, wir müssen gerade jetzt dranbleiben und dürfen jetzt nicht locker lassen, weil es gibt Pharmakonzerne, die alles dran setzen, sich Patente unter den Nagel zu reißen und diese Pflanze für sich in Anspruch zu nehmen und sie dann teuer zu verkaufen. Oder auch eben, was schon der D-Flame gesagt hat, die Nutzungsmöglichkeiten als Rohstoff, Textil und vieles weiteres, das wisst ihr eh alles. Ja, also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch sehr viel zu sagen habe. Das Einzige, da ich aus Wien komme, ist es für mich eine sehr große Ehre, heute hier vom Brandenburger Tor zu sprechen. Ich bin im Jahrgang 1989 geboren und ich glaube, jedem Berliner wird dieses Jahr ein Begriff sein. Und im Jahr 1989 oder kurz davor hätten viele vielleicht nicht gedacht, dass es bald möglich sein wird, hier einfach gerade durchzumarschieren, durchs Tor, auf die andere Seite der Berliner Mauer. Und es ist passiert und die Mauer ist gefallen und für heute ist es selbstverständlich, dass wir da durchgehen. Und genauso selbstverständlich wird Hanf in unserer Gesellschaft bald auch sein. Danke. Das war David Rosso aus Wien. Vielen Dank.